Herzlich willkommen im neuen Pipelife Online Shop. Wenn Sie bereits im bisherigen Pipelife Shop als Benutzer registriert waren, dann möchte ich Ihnen hier zeigen, wie Sie sich im neuen Shop beim ersten Mal anmelden können. Klicken Sie rechts oben auf Anmelden. Geben Sie in der ersten Zeile Ihren Benutzernamen ein. Für die meisten Kunden ist dies Ihre E-Mail-Adresse. Manche Kunden haben aber stattdessen einen Namen oder eine Bezeichnung gewählt. Wenn Sie Ihren Benutzer nicht mehr wissen, dann kontaktieren Sie uns bitte unter customerservice@pipelife.com. Ich demonstriere dies hier nun an einem Beispiel. Geben Sie in die zweite Zeile ein Passwort ein. Es muss übrigens nicht das richtige Passwort sein, denn Sie müssen es ohnehin neu vergeben. Klicken Sie danach auf Einloggen. Sollte diese Meldung hier erscheinen, dann klicken Sie bitte auf Nicht speichern. Sie bekommen nun eine Nachricht hier oben zu sehen, dass Ihnen eine E-Mail gesendet wurde. Öffnen Sie diese E-Mail in Ihrem Programm. Klicken Sie auf Passwort neu setzen. Sie werden nun zu unserem neuen Webshop weitergeleitet. Vergeben Sie nun ein Passwort, das den Kriterien entspricht. Das Passwort muss mindestens 8 Buchstaben lang sein. Es muss einen Großbuchstaben, einen Kleinbuchstaben und eine Zahl oder ein Sonderzeichen beinhalten. Bei dieser Meldung können Sie nun auf Speichern klicken, so wird Ihr Passwort und der Benutzername gespeichert. Gehen Sie nun zurück zur Anmeldung. Geben Sie hier nun Ihren Benutzernamen ein. Geben Sie in die zweite Zeile das Passwort ein und klicken Sie auf Einloggen. Aktualisieren Sie hier das Passwort. Nun müssen Sie noch die Vertrags- und Lieferbedingungen akzeptieren und die Datenschutzerklärung. Wenn Sie über Änderungen und Neuheiten in unserem Shop informiert werden wollen, dann klicken Sie bitte auch auf das Newsletter-Abonnement. Sie können diese Entscheidung jederzeit in der Funktion Mein Konto rückgängig machen. Klicken Sie dann auf Senden. Sie haben sich nun erfolgreich angemeldet und bekommen als Bestätigung Ihrer Anmeldung ein E-Mail. Dasselbe E-Mail bekommt auch der Administrator Ihrer Firma. Nun kommen Sie zum nächsten Schritt in unserem Online-Shop, den kaufrelevanten Daten. Hier bestimmen Sie, welche Konditionen zur Anwendung gelangen, ob Sie zum Beispiel auf Projektkonditionen zurückgreifen möchten. Darüber hinaus bestimmen Sie hier, ob Sie die Ware geliefert bekommen möchten oder abholen. Ich wähle jetzt in diesem Fall Lieferung. Zuletzt bestimmen Sie die Lieferadresse, indem Sie entweder Ihre Firmenadresse, eine Adresse aus Ihrem Adressbuch oder eine neue Adresse anlegen wollen. Aber diese Funktionen kennen Sie ja schon aus unserem bisherigen Shop. Über die Neuheiten im Pipelife Online-Shop informieren wir in einem eigenen Video. Vielen Dank und bis demnächst im neuen Pipelife Online-Shop.